Wir befinden uns im Ladescreen von Let's Play World of Tanks und zwar mit einem Replay von Cerberus mit seinem AMX AC48, den ich glaube, und da will ich jetzt nicht zu viel sagen, aber ich meine, den noch nie gezeigt zu haben auf meinem Kanal. Wir sehen Winterberg als Karte und die Teams, er selber ist Top Tier, das ist natürlich sehr, sehr schön. Wobei das Gegnerteam die leicht besseren und ausgeglicheneren Spieler hat. Also bei ihm ist doch sehr, sehr, sehr viel Rot und Orange und die anderen haben wenigstens noch ein bisschen was Grünes und ein bisschen was Gelbes dabei. Also von dem her wird es spannend. Wir machen hier die Minimap mal wieder groß. Man sieht, er spielt den mit Tarnnetz und Schernfernrohr, was vielleicht für die Karte jetzt nicht unbedingt der Bringer ist. Aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und bin schon sehr gespannt, was er hier machen wird. Ob er jetzt auf die klassische A-Linie gehen wird und hinten verteidigt oder die Nuller-Linie runterfahren wird oder was ganz anderes. Auf jeden Fall nach Stadt sieht es derzeit mal nicht aus. So. Ich bin sehr gespannt, wo er sein Ställchen einnehmen wird. Und scheinbar ist es auf die Position A6 gefallen. Da fühlt er sich scheinbar wohl. Da sind wir mal sehr gespannt. Ich werde ja immer mal wieder gefragt, wo kann man dir denn Replays schicken? Es steht in jedem Video unter der Videobeschreibung, was ihr machen müsst und wohin das Ganze geht. Also von dem her, wenn ihr euer Replay auch sehen wollt und mit ein bisschen Glück, wird es dann auch wie hier zum Beispiel dieses dann aufgenommen. Also einfach den Watch-Replay-Link mir per E-Mail an alcaramba@wg-news.com schicken. So, bisher hat er noch nicht so viel zu tun. Bisher ist er hier sehr beschäftigungslos. Da können wir uns den Panzer mal ein bisschen besser anschauen, auch wenn er hier sofern sehr viel Gestrüpp. Dankeschön, da fahrt er perfekt vor. Behindert worden ist. Schade, dass die Kanonen hier oben noch außer Funktion sind, beziehungsweise wahrscheinlich auch immer sein werden. Weak Spot ist hier oben übrigens dieser, ja, dieser Bereich hier. So. Da kommt man eigentlich immer ganz gut und ganz leicht durch. Ansonsten ist es natürlich die standesgemäßen Weak Spots, die man so kennt. So, er fährt jetzt hier mal weiter nach vorne, denkt sich also jetzt, nee, da hinten passiert nichts, Scheißstelle, ich mag da nicht. Fahrt in die Mitte und da, ja, da kommt er jetzt auf den IS-6 drauf. Auto-Aim, zack. 8,9 Sekunden, knapp 9 Sekunden Reload. So, da ist doch noch ein M. 4A3E2. Ist aber leider abgeprallt. Oh, jetzt. Ja, schön, 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 schön. In die Seite. Ja, da trifft er den T-34. Der tut weh. Da sieht man hier, also man kann hier wirklich toll in diese Straße reinwirken. Wenn man da steht und wenn der Gegner es wie hier macht, dass er da sich so, ja, so anstellt und nicht weiter drückt. Oh, T-34 dürfte jetzt sein... Nicht zeitliches Segnen, natürlich, das war ganz klar, dass er da nicht trifft, aber mit dem nächsten Schuss, das war so ein Gnadenschuss, da macht er ihn jetzt weg. Oder auch nicht, auch den lässt er nochmal sicherheitshalber stehen, er wollte den Schuss einfach schöner nochmal anbringen. Jetzt aber den AMX, dafür macht er den weg. So, aller guten Dinge sind drei, jetzt aber den T-34, oder? Jetzt machst du ihn weg. Mach ihn weg. Ja, jetzt macht er ihn weg. Er kann hier wahnsinnig gut wirken. Der Gegner pusht da vorne die Straße einfach nicht so in der Form, dass sie hier aus den Schüssen von dem E25 und von ihm hier wegkommen. Also der E25 und der AMX haben hier wirklich eine tolle Gelegenheit, hier an Damage zu kommen. Jetzt ist gerade mal nichts mehr offen. Er fährt ein Stückchen weiter vor, aber auch nicht zu weit. 5 zu 5 steht es gerade. So, da ist wieder mal der... Ja, nein! IS-6 offen. Schade, da hätte ich gedacht, den trifft er und den macht er weg. Aber wohl nicht.
So, ES6 hat jetzt aber scheinbar wirklich genug. Also der denkt sich, nee, als Damage Pinata muss ich da doch nicht herhalten. Und auch die anderen Gegner sind jetzt etwas schlauer und stehen so, dass sie hinter sich den Häusern befinden und wo sie hier aus der Mitte nicht drauf kommen. So, und jetzt drücken sie auch. Jetzt wird es 5 zu 7 und es wird deutlich spannender, weil der Gegner hat jetzt die Scherenbewegung, kann jetzt auf den T34 hier gehen. Der IS-3 müsste den eigentlich wegmachen. Er selber hat aber nochmal schnell den T28 gefunden und vielleicht kriegt er sogar noch einen raus. Ne, da nicht. Der T28 steht jetzt... Oh, oh, oh. Jetzt aber. Nein, gibt's doch nicht. Schade, schade. Da habe ich eigentlich schon den T28 tot gesehen, um ehrlich zu sein. 5 zu 8, also das wird eine enge Nummer hier. Aber der Tiger... Ja, den zündet er sogar direkt an. Und er hat keinen Feuerlöscher und der fackelt ab. Ja, das ist natürlich bitter. Aber jetzt hat der T28 ihn. Aber jetzt komm, 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 komm. Oh, nee, ey. Mach doch nicht mit Auto, ey. Mach doch ein bisschen drunter. Was? Der... Komm jetzt, aber... Nee, so nicht. Jetzt schießt er mit HE. Ja, sehr interessant. Die Taktik von Cerberus. Der Gegner... Tiger schreibt schon Burn, Baby, Burn. Also ich... So, jetzt hat er... Jetzt lässt er HE sein und lädt wieder auf normal AP um. Also... Naja, ich sag mal, zu der Strategie interessant. 9 zu 12, also ist auf jeden Fall sauknapp. So, und jetzt kriegt er hier den IS-3. IS-3 verschießt aus der Hektik heraus. So, jetzt wird ihm vom E25 gemeldet, dass er sich doch ein bisschen zurückhalten soll. Dass die beiden hier unterstützen. Er wiederum hätte jetzt gerne einen Spot vom E25 in der Mitte. Ist natürlich klar, weil so weiß er wenigstens, wann da jemand in sein Heck kommen würde. Er schreibt auch, keep our back clean. So, jetzt müssen sie den mal wegmachen. Ja, der T32 nimmt den IS-3 raus. Also die zwei da drüben heizen gut ein und wenn hier was rüberkommen würde, komm, komm, dann würde er das machen. Oh, ah, nein. IS-6 und Type jetzt... In der Mitte. Er muss den T25 wegmachen. Oh. Ja, so, so. Mach Schieß! Ja, also. 12 zu 13. Sehr enge Sache jetzt. Der T32 ist rausgenommen worden. Ja, da ist der Weak Spot. Einfach draufhalten. Nein, schieß doch! Na, also. Das kann man übrigens bei der ES6 sehr gut mit Auto-Aim, weil das Fahrzeug genau sozusagen auf seinen Weakspot zielen würde. Jetzt sollte er schießen, bevor er weg ist. Und nimmt ihn raus. Ganz wichtiger Shot. Der Type prallt wiederum ab. Wird echt nochmal sehr knapp. Cerberus hätte gerne einen Spot. Unterstreicht das mit einem Caps Lock und ein paar Ausrufezeichen. Muss ich aber sagen, finde ich sinnig, was der E25 jetzt wiederum macht. Dass er die hinterfahren wollen würde. Mal schauen, ob
Oh, dass da dann natürlich der Black Prince ankommt, das war jetzt nicht so zu erwarten. Hat der E25 wahrscheinlich sich auch anders erwartet und gedacht. Jetzt kann er aber hier... Sehr gut. Der war wichtig. So, jetzt ist leider der E25 raus. Mit dem Black Prince hat er so wohl nicht gerechnet. Problem, was Cerberus jetzt hat, er muss jetzt unbedingt schnell den Black Prince rausbekommen, weil der Type könnte ihn versuchen zu hinterfahren. Wird er wahrscheinlich auch machen, deswegen war kurz dann da. E25 entschuldigt sich sogar direkt. Finde ich jetzt gar nicht unbedingt entschuldigenswert. So, und jetzt wird hier der Type wahrscheinlich gleich auftauchen. Cerberus hat jetzt genau einen Schuss, weil sonst wird er ihn wahrscheinlich umfahren können. Also das ist jetzt nochmal eine kritische Sache. Sein Krieger hat er aber sicher. Jetzt geht es nur noch um den Sieg. Und von wo kommt er, ist die Frage. Also er muss hier irgendwo rumstravenzen. Kann aber natürlich auch sein, dass er die Mitte sich vorgenommen hat und jetzt versucht, von hinten ranzufahren. Ein Katz-und-Maus-Spiel, wo er... Oh, 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 oh. Nein! Da verfehlt er. Er ist für den Type, ist er ein Two-Shot. Mit einem Schuss schafft das nicht, ihn rauszunehmen, aber mit zwei... Gegenzug ist es aber mit ihm auch so. Er braucht zwei Schüsse für den Type. Finde ich jetzt sehr spannend, dass er ihm da so hinterherjagt. Spricht für ihn. So, jetzt fährt der Type dann aber in die Mitte. Bleibt er jetzt kurz an der Kreuzung stehen. Wartet, bis er wieder zu ist. Wirklich spannend. Jetzt hinterlässt er das oder unterlässt er das hinterherfahren. Was ich persönlich sinnig finde. Ich würde mich an seine Stelle jetzt eine Position suchen und auf ihn warten. Natürlich, der Nachteil ist, dass wir hier keinen schlechten Type-Spieler haben. Also auch der weiß, was er tut. Oh, oh, da ist er, da ist er. So. Jetzt. Mach, schieß ihn ab. So, jetzt. Und jetzt hat er das Problem, was er hat. Er darf sich nicht umfahren lassen. Und das macht er hier richtig, dass er hier da an der Ecke bleibt. Und jetzt hat er verkackt. Hat sich der Type die engste Stelle hier ausgesucht. Schönes Spiel, 5200 Schaden, 7 Kills und das Spiel noch gedreht zum Ende hin. Sehr nice gemacht und auch, wie gesagt, dass sich da nicht umfahren hat lassen, spricht für Cerberus. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es vom Spielerischen super gefallen und auch der Panzer schaut auch von der Drehgeschwindigkeit und von den Durchschlagswerten sehr, sehr ordentlich aus. Ja, dann lasst mir doch einen Daumen und einen Kommentar sehr gerne da. Bis bald, euer Alcaramba.